In meinem heutigen Video backe ich einen schwedischen Haferflockenkuchen. Hi und willkommen zurück in Ellies Backstube. Ja, und heute backe ich einen schwedischen Haferflockenkuchen. Der ist glutenfrei und ich packe da auch noch Heidelbeeren rein. Außerdem verzichten wir auf zugesetzten Zucker und ersetzen diesen mit Erythrit. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein super leckerer Kuchen, nicht nur für Sportler. Ja, ich nehme euch dann direkt mit in meine Küche und dann geht's auch schon los. Für unseren schwedischen Haferflockenkuchen benötigen wir einmal 50 Gramm Margarine, 200 Gramm Haferflocken, 40 Gramm Dinkelmehl, 2 Teelöffel vom Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 130 Gramm Erythrit, ein Ei, ein bisschen Abrieb einer Zitrone. Ich habe so ein Drittel etwa der Zitrone genommen, 175 Gramm Heidelbeeren und 150 Milliliter Mandelmilch. Den Backofen lasse ich jetzt bereits bei 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Wir starten einmal damit, dass wir die trockenen Zutaten miteinander vermengen. Die Haferflocken, das Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und eine gute Prise Salz. Das vermengen wir jetzt einmal trocken miteinander und stellen es zur Seite. Dann schlagen wir einmal das Ei auf und schlagen das schaumig. Geben den Erythrit dazu. Jetzt geben wir unser Erythrit-Ei-Gemisch einmal zu den Haferflocken und auch die geschmolzene Margarine. Vermengen das einmal schön miteinander. Die Pflanzenmilch kommt dazu und unser Zitronenabrieb. Und jetzt muss unsere Teigmischung einmal für 30 Minuten stehen gelassen werden, damit die Haferflocken quellen können. So, das ist unser Teig. 30 Minuten ist er jetzt zum Quellen hier gestanden. Jetzt geben wir unsere Heidelbeeren hinein. Vermengen das vorsichtig miteinander. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Obst nehmen, was ihr mögt. Ich hatte die jetzt noch übrig und ich finde, Haferflocken und Heidelbeeren, die gehören irgendwie zusammen. Ich habe jetzt hier schon mal eine Form vorbereitet. Die ist 20 cm im Durchmesser. Und da geben wir jetzt einmal unseren Haferflockenteig hinein. Unser schwedischer Haferflockenkuchen kommt jetzt für circa 35 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. So, das ist er. Das ist der super leckere, saftige Haferflockenkuchen. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ein Live-Tasting natürlich. Super saftig, super lecker. Ein bisschen Säure von den Heidelbeeren, die ist ja optional. Man schmeckt die Zitrone daraus, nicht so süß. Einfach lecker. Ja, ich werde jetzt meinen Kuchen noch in Ruhe zu Ende essen. Ich wünsche euch aber erstmal viel Spaß beim Nachbacken. Hinterlasst gerne ein bisschen Liebe in Form eines Daumen hochs. Kommentiert auch gerne und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Ja, ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, viel Spaß beim Nachbacken und bis bald in Ellies Backstube. Tschüss!